Einfach willkommen zurück. Ich habe hier, ja, einen Wächter ein bisschen sauer gemacht. Ich habe meinen Schild zerstört. Scheiße, mir geht die Schild langsam aus. Finde ich jetzt nicht so geil. Hey, du Arsch! Kuckuck! Wo ist das Vögel hin? Ne, da ist nichts. Ja, das magst du nicht, wa? Spüre die Kraft des Monsterschwerts! Sorry, Baum. Mein Schild ist im Arsch. Weh dir, du Arsch! So. Wollte einen aus dem Krog Ausschau halten, plötzlich wird er von dem Vieh angegriffen. Alter, das Problem war halt, ich war noch eigentlich dabei, da ja, ein paar zu rennen, oder? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt, plötzlich sehe ich, oh Scheiße, da steht, also aus dem Augenwinkel aber gesehen, oh, plötzlich, der greift mich an, oder? Und ich Kopfhörer auf, deswegen habe ich es nicht richtig gehört. Kontrolle angenommen, halt geblockt und ja, war halb von Arsch. So, der Krog, der müsste irgendwo hier ziemlich auffällig sein. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Ah, meine Güte. So, darf ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz gucken. So, also von hier aus. Jetzt bin ich ja hier in der Mitte. Mal ganz kurz, Leute, muss man hier auf dem Plan nachgucken. Das ist ein unglaublicher, dieser Scheißwächter. Eindeutig auf dem inneren Teil. Und der Krog sollte irgendwo hier versteckt sein. Am besten will ich sie nicht. Hä? Hier ist auch nichts. Ja, reagiert doch irgendwie, aber... Es müsste ein ganz natürliches Versteck sein, wie ein Stein nicht anheben kann oder so etwas. Ja, ich weiß, du freust dich und du siehst doch ihn jetzt, was ich nicht sehe. Scheiße. Ich sehe auch keinen Felsen, den einen Stein irgendwie anheben kann. Normalerweise sind es solche Dinge, oder? So ganz kleine Steine, wo man sieht, aha, die kann man anheben. Warte mal, wohl das. Das ist doch von den Süden her, oder? Ah, bin natürlich auch falsch. So. Okay, Entschuldigung, hier müsste es sein. Der ist natürlich nicht, das sehe ich auch. Den kann ich auch nicht anheben. Hier unten? Nein, auch nicht. Hier irgendwo, wo ich jetzt ein bisschen rundlaufe, hier müsste es sein. Angeblich. Am besten will ich es nicht. Ja, doch, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es glasklar. Teilweise, also ganz einfach. So, die nächsten Teile, hä? Ja, einer, wie gesagt, muss irgendwo hier sein bei der Arena. Aber damit ich erst das, ja, bevor ich das machen kann, will ich erst einmal hier hingehen, weil, ja, denn da, hier ist Majora's Maske. Ganz kurz erklärt. Kleinen Krog da. Tschüss! Ach ja, wie schön. So, ist der Plan dafür, okay. Irgendwo in der Nähe noch ein Schrein ist, ich glaube eher weniger. Viele finden uns eh nicht mehr, was? Sind noch 23. Ich weiß ja, dass 6 Stück sind sogar im Gebiet von Fyrone und noch gar nicht waren, das Gebiet, ist noch komplett frei.
etwa 4, 5 müssen noch bei Orni oben sein, ne, da auf dem Berg oben und Orni waren. 2, 3 andere weiß ich auch noch, also es dichtet sich langsam. Also eben quasi, hier müssen noch etwa 5, 6 Stück sein. Ich weiß, ihr gehört es auch dazu, aber müssen noch andere sein. Und hier noch auf einer ganz seltsamen Insel, da müssen hier oben noch 1, 2 sein. Hier ist glaube ich auch noch 1 oder 2. Hier habe ich glaube ziemlich alle gefunden. Dann hier oben sind etwa 5, 6. Da müssen glaube ich auch noch, nee, ich glaube da habe ich sogar ziemlich alle. Ja, und dann halt hier müssen noch 1, 2. Vor allem hier oben ist ja ganz wichtig. Naja. So, jetzt bin ich ja hier. Ja, eventuell ist die Polarkuh gewesen. Aber egal. So. Flieg, Revali! Flieg und sieg! Und es pisst schon wieder. Leck mich am Arsch. Im Real Life liebe ich Regen, im Spiel hasse ich es meistens. Was man eigentlich mal machen sollte, Leute, ganz ehrlich, aber was er eigentlich hin ans Herz legen kann, sobald er halt so ein bisschen rumfliegen kann mit dem Gleiter, logischerweise, weil er die ganze Welt erkundet hat. Und auch sobald er halt Rivalis Fähigkeit hat und so, eigentlich müsste man die ganze Welt mal ein bisschen so einfach mal umfliegen. Weil denke mir, zum einen sieht man Sonne relativ viel, das ist eben der eine Punkt, und der andere ist, dass man halt so auch noch relativ, ja, einen schönen Überblick hat, sag ich jetzt mal. Also Überblick, was heißt Überblick? Das heißt, ja, das sind halt auch noch ein bisschen was. Ja, lebt, sieht und ja, noch einen Eindruck von dieser wunderschönen großen Welt bekommt, wa? So, irgendwo hier ist sie. Mal ganz kurz gucken, was steht denn im Tagebuch? Die uralte Maske, man kann da das Wasser des Komulussees sehen. Ja, der See ist ja hier. Schön. Also von dem her logisch, sie muss irgendwo hier sein. Ich brauche ganz, ganz dringend ein paar neue Schilde. Ganz, ganz dringend. Machoas Maske. Eine Maske aus fernen Zeiten. Sie hilft dem Träger, sich vor dem Maismonster verstecken. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Ja, der Witz an der Sache mit Machoas Maske ist, sie kombiniert die Eigenschaften von, wie hieß der Typ schon wieder? Kilto? Ne, warte mal. Steht sogar irgendwo. Moment, ich hab's irgendwo aufgeschrieben, wie der Typ hieß. Kilton, ja doch, Kilton. Kiltons Maske sind eigentlich eher so, ja, dass sie halt vor einer besonderen Monstergattung schützen, war. Aber Machoas Maske, die schützt dich halt vor allen Monstern. Oder theoretisch vor allen Monstern. Natürlich gibt es Unterschiede. Aber in der Regel funktioniert's. Das Rüstung des Bösen, da war ja noch etwas. Genau, Geist auf der Rüstung. Erstmal das hier. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Hin auf Naivol, dann gehen wir mal hier hin. Und komplettieren auch noch dieses Set. Hat es da hinten eigentlich etwas Besonderes? Da steht sogar Arena-Ruine. Krass. Hat einen Krog, der offenbar ziemlich schwierig zu finden ist, wie ich es gerade sehe. Ah, stimmt, ich wollte das mit dem Zaumzug von den Puder nachgucken. Ah, bin ich ein Idiot. Ja, stimmt, da war was. Ernsthaft? Hä?
Okay. Ja, auf den Kampf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, hä? Also da würde ich gerne drum verzichten. Aber ich würde sagen, ja, wir haben doch schon einen gefunden. So offensichtlich wie das hier aussieht, tja, jetzt ist natürlich die Frage, stelle ich mich auch schon im Leunen? Ich habe ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Ich glaube, ich weiß, welchen er spürt, aber der müsste irgendwo anders sein. Sag mal! Zwar, denn ich meine, dass die Maske meint, von wegen meinen und so weiter und so fort, der müsste eigentlich irgendwo so ein Ballon sein, der abschießen muss. Ernsthaft? Die wären viel bedrohlicher, wenn sie sich nicht immer so bemerkbar machen würden. Jetzt triff den Quatsch doch mal hier. Alter. Ist einfach nicht funktioniert, wa? Dai? Haben Sie die Monster gegen im Auge behalten? Sicher keine schlechte Idee, es ist ein silberner. Oh Gott. Will ich es wirklich riskieren, Freunde? Eigentlich schon, weil wir ganz ehrlich sind. Ja, ja, komm, ich will es riskieren. Ich will voll das Risiko abgehen, ja, Mann. So. Ich dachte, ich wäre unsichtbar. Totale Verarsche. Das wird übel. Es juckt mich in den Fingern, dem einfach mal so richtig schön die Fresse zu polieren, aber ganz ehrlich. Ja, müsste mich eigentlich schon entdecken. Natürlich geil ist so. Der Umdrehen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Kumpel. Ahem. Ich dachte, das sieht mir nichts. Das war wohl ein Irrtum, wa? Ja, das war zu befürchten. Jetzt muss es ganz schnell gehen, aber ich habe es doch entdeckt. Ja, ich glaube, irgendwie eine gewisse Entfernung gibt es nachher plötzlich nicht mehr. So. Blitzzellen, wenn der nicht mehr trifft. Da braucht ein bisschen Schutz. Das heißt, nehmen. Ne, ja, natürlich. Ich muss jetzt vielleicht sehen, was er macht. So, machen wir das so. Ja, damit habe ich den Blitzschutz noch. Jetzt muss aber ganz schnell gehen. Das Teil ist eh schon im Arsch. Okay, dann switche ich nachher ganz fix. Dann geht das schon. Da ist ein Sonnenschild. Der kann ruhig ein bisschen was verkraften. Okay. Dann werfen wir ganz kurz noch was rein. Und zwar, um ein bisschen zu boosten, wa? Effekte kombinieren kann ich nicht, oder? Wenn ich richtig in Erinnerung habe, das geht nicht, oder?
Moment. Natürlich ein großes Teil. So, jetzt aber. So, und nochmal. Alter. Oh, das Spiel kommt nicht mehr mit. Alter, die Legs. Hab schon mal 1000 Schaden gemacht, also. Wenn das Schwert noch ein bisschen durchhält. Ah, okay, was? Nein. Moment, ja. Alter, ist das doch knapp gewesen, ey. Boah, das müsste auf Messer schneiden. Ja, ist er sauer, kann ich verstehen. Wäre ich an deiner Stelle auch. Uah, Alter. Uah. Nee, nee. So geht's auch, wa? Was war denn das gerade? Ups! Nein! Was machst du für eine Scheiße? Uff! Aua, ihr wollt zur Seite nicht hoch. Link, was war das für eine Scheiße? Hier ist dunkel. Oh, komm mal zu der Bosheit her. Hallo? Bosheit sage ich schon. Ernsthaft? Klein, treffen dich mal! Ist klar, Alter! So, treffen wir ein bisschen häufig mit dem Masterschwert. Macht trotzdem relativ guten Damage. Das war anders geplant. Was zum... Alter! Okay, Kumpel. Okay. Hab schon mal erwähnt, dass mir die Schilde ausgehen. So, warte mal ganz kurz, muss man das Schwert wechseln. So, jetzt aber! Und das war's! Mit dem silbernen Lion. Er hat seinen Meister gefunden. Also dafür, dass er ein halbes Jahr Pause hat, war gar nicht mal so schlecht. Chimärenschild, krass geil. Chimärenbogen. Und erstmal alles ganz kurz durchgucken, weil es halt. Scheiße, was war nicht geplant? Aber trotzdem cool. Ja, ich meine, natürlich das mit dem Blocken auch so ein bisschen Griff haben. Mit dem Blocken war jetzt nicht ganz immer so geil von mir, aber grundsätzlich, wenn das einen Griff hat, dann ist es jetzt nicht so schwer. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir haben sogar schon noch einen Chimärenbogen. Bin ich ein Idiot. Das kann ich sogar nehmen. Doppelschussbogen kann weg. Dann habe ich hier weggeworfen, genau.
Der Maserschwert ist im Arsch. Das ist ja auch nichts Neues. Haben gar keine Waffe von ihm bekommen. Da ein Feuerschwert. Ja. Kann man auch machen. Na, so ist jetzt nicht so. Cool. Ja, natürlich noch einen Trank intus, aber das ist logisch, weil ohne Trank machst du das nicht. Also sorry, aber. Kann mir da keiner erzählen, dass er es ohne Trank schafft. So. Ja, Monster platt, also von mir aus muss er nichts mehr fürchten. Alter, wie geil. Ging zwar der ganze Part drauf. Ja, weil es einfach so ein krasser Fight war. Aber doch, muss sagen, war cool, oder? So gehen so und so Leute und so weiter, kann man machen. Kleider zum Massmuskelstäbe, jetzt ein Goldner gewesen, okay. Gut, die weichen doch nicht. Ja, aber sonst geht's noch, oder was? So. Nehme ich gerne, nehme ich auch gerne. Die haben es ein bisschen mit dem Feuer hier, wa? Kann das sein, ne? Die spielen gerne mit dem Feuer. Irgendwo von mir aus. So. Muss um die Heilung keine Sorge machen, denn ich habe noch genug Feen im Petto. Ist gar kein Thema. So. Also, wenn wir schon mal hier sind, können wir da auch mal die Arena ein bisschen begutachten, oder? Hallo? Die enden mit dem Feuer hier, man sieht's. Tschüss. Ah, ich mag kein Feuer. Du führst ein Feuerschwert, magst kein Feuer? Wo ist deine Logik? Entschuldigung. Deine Feuerlanze. Ja, alle haben sie mit dem Feuer hier. Hm. Hier oben soll etwas sein. Na gut, hier ist ein bisschen Bosheit. Aber jetzt kommen die Eistypen. Ja? Normal? Na, traust du dich? So. Kann man immerhin gut noch ein paar Waffen abstauben. Also, generell würde ich sagen, ein Ausflug hier ist nicht zu verachten. So. Ganz viele Feuerwaffen. Warte mal. Bin ich doof. Doch, den ich jetzt habe. Genau, also der, den ich schon ein bisschen was damit gemacht habe. Wie kann ich schon Waffen schmeißen? Wie ging das? Also. Das war schon ein bisschen besser. Ja. Danke, Daruk. Das lobe ich mir, die Aussage. Daneben. Feuerschwert, spare kein Feuer mehr. Der ist ja tot. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Wenn wir schon am Thema sind. Kleine große Wünsche. Nee, war nicht das. Das war der Waffener. Nice! Ja, der wollte sogar eine. Krass, da hat er gerade die Eisenlanze noch. Der hat einen Eisgrosch, aber habe ich auch noch. Ja, okay. Ja, du, ich meine, für jeden das eine, wa? Muss er wissen. Wie nenne ich ihn wohl den Folgentitel? Der Bezwinger der Arena? Klingt vielleicht ein bisschen hochtraben, aber hey. Alter, jetzt kommt die. Oh.
Ernsthaft? Treffen ist eine Kunstkumpel. Sage ich immer wieder. So, jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr für eine weitere Waffe. Also auch überhaupt noch, weil ich meine, klar, ich habe hier einen Erzbohrer, ich habe einen Felsenspalt, aber Eisen braucht eigentlich einen Eisenhammer nicht mehr. Rein theoretisch. Elementarwaffen komplett, sowohl einen als auch zwei Händer. Krass. So. Und hier ist eben. Aha, es sind noch ein paar Gegner mehr, hier ist er nicht mehr, oder? Okay, ja, ich weiß, hier ist irgendwo ein Krog versteckt. Und zwar ganz, ganz fies. Ich soll irgendwie auf einen Ballon zielen. Angeblich, aber ein bisschen will ich sehen, nichts. Gut, meine kann wieder später zurückkommen, weil es jetzt nicht so ist, ja. Wie man ewig verloren wäre, aber trotzdem rein theoretisch, jetzt überlegen natürlich gerade, ist hier schon, nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee, das kann ich extra, ist was anderes. Bombenpfeil, okay, nehme ich auch gerne. So. Ja, Party ist vorbei, Freunde. Ich weiß, ich würde aber trotzdem gerne noch, zumindest noch die Ding holen. Das Rüstungsteil, mal ganz kurz, wo war das jetzt? Seltsam. Soll angeblich irgendwo unten sein. Also hier ist der Eingang. Dann heißt es, soll mich rechts halten. Nee, nicht so drin, sondern außen oben. Okay. Jo, wird lustig. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ernsthaft, hier ist ein Ding? Wir wollen gerne erstmal sehen. Hä? Muss ich hinschießen? Das ist rein so eine, warte mal ganz kurz. Das ist so eine, wo ich hinschießen muss. Warte mal, ich habe hier sogar noch eine Beschreibung. Oben sollte irgendwo sein? Ja, das soll irgendwo. Hä, das waren sie. Aha! Ja, jetzt sehe ich's. Ah, fuck, ich hab. Ach, ich weiß, es fehlt gar nicht mehr. Nein!
So. Aber echt nicht gesehen, ey, ganz ehrlich. Puh, mein Deckmann, Kacksamen, yeah. Gut, wegen dir bin ich jetzt eigentlich nicht hier. Oh. So. Also muss an Außenmauer entlang. Wieso ist ganz blöd eigentlich hier? Verstehe ich auch nicht. So. Die Frage ist natürlich jetzt noch, muss ich eigentlich da oben entlang oder geht es, wenn ich einfach so entlang gehe? Dann müsste eigentlich sogar so reichen. So, Mausschwert ist back, vielen Dank dafür. Alter. Zum Glück haben wir so viel Ausdauer. Kann Ding sich hier bitte kurz mal festhalten? Nee, für das geht nicht. So. Danke für den Crab! Mr. Crab! Oh, so. So, also auch wenn ich hier oben entlang gehen würde, war, dann müsste er trotzdem irgendwo hier sein, ne? Also. Arena Ruine, ja, danke schön. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass die so heißt. Hä, wo ist die hier? Moment mal. Moment mal. Aber wenn natürlich jetzt hier oben eine geile Übersicht und so weiter alles hätte, aber ich glaube, wenn das man so sagen darf, das Spiel verarscht mich hier gerade, beziehungsweise die Komplettlösung. Hier waren wir auch noch nicht. Natürlich auch krass geil. Rivalensturm! Aha. Das hat gerade schon voll einsetzen. So, komm, hier muss er sein. Dankeschön. Entschuldigung. Ich kann doch jetzt hier eigentlich auch ein Ding setzen. So. Schon drin sein, dann hat er voll verarscht hier. Genau, entlang an der Außenmauer, weil ich hier eigentlich auch die Säulen zum als Deckung nutzen sollte. Ja, und da ist sie auch schon. Oh Leute, die ganze Mühe, die ganze Mühe. Für so einen scheiß Phantomhelm. Aber wir haben es geschafft. Geist auf der Rüstung ist komplett und damit, ja, haben wir halt Geist auf der Rüstung. Tingles Hemd, oh, Tingles Rüstung, okay. Ja, nächste Folge suchen wir uns also Tingles Ausrüstung, Freunde. Ich bleib mal ganz kurz hier, weil, ja, die Arena gehört jetzt mir, wir sind die Eroberer. Also, nächste Folge geht's also da weiter, plus wir da endlich mal irgendeine Pony Samzeug gucken, wie ich das eigentlich mal richtig ausrüsten kann und so. Es kann jetzt so schwierig sein, stellen wir einfach wieder an wie der letzte Mensch. Egal. Danke fürs Zusehen und hoffentlich war es auch für euren epischen Kampf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.